Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu euch zu einer weiteren Folge von Mario & Toadies Bugs of Hope mit dem Rayman in der Phantom Show DLC. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Toadies Bugs of Hope, ne? Das letzte DLC ist jetzt endlich da, das Rayman in der Phantom Show DLC. Das kam ein bisschen früher als erwartet, aber wir dürfen uns jetzt auf das letzte DLC freuen mit dem guten alten Rayman. Ich habe schon gelesen, dass man hier nur drei Charaktere zur Verfügung hat. Das heißt, wir werden stets mit denselben Charakteren kämpfen. Und ich bin gespannt, was uns in diesem DLC erwartet. Endlich mal ein besonderer Text. Ja, Rayman-Schlag. Da haben wir auf jeden Fall Rayman direkt gesehen, ne? Drücke A zum Schlagen, zum Beispiel gegen zerstörbare Objekte. Halte A, um den Schlag aufzuladen und eine größere Reichweite zu erhalten. Schlagen kann genutzt werden, um Objekte zu greifen. Man kann damit auch einen Schlag provozieren, indem man Gegner schlägt. Wer Rayman nicht kennt, er hat zwar Hände und Beine, aber Hände und Füße, aber keine Beine und Arme. Das ist das Besondere an ihm. Er kann seine Faust so in die Weite schießen. Oh, ich kann damit auch Münzen grapschen. Cool. So viel Geld. Okay. Lecker Münzen. Üblicherweise sind die Spiele von Rayman so Jump'n'Run-Spiele eigentlich, ne? Also jetzt nicht so wie hier bei Mario & Rabbids mit Kampf. Ich habe gehört, da will ich gleich runter. Ich erkunde den Lagerraum. Okay, da will was hin. Ist eine kaputte Uhr. Zack. Das wurde mir ja schon über die Bilder gezeigt, dass ich das so machen kann. Ich habe mir noch gar nicht angeguckt, wie Rayman sprintet in dem Game. Gas, Jung. Ich wusste, dass an dieser Einladung was faul ist. Irgendwie ein Rabbit oder hintersteckt. Na gut, dann auf ins Gefecht. Aber erst, wenn ich mich mental darauf vorbereitet habe. Mal sehen, sollte ich mich auf ein entspanntes, ein normales oder anspruchsvolles Abenteuer gefasst machen. Es soll schon herausfordernd sein. Das klingt erstmal gut. Ich kann mich ja jederzeit umentscheiden. Ich kann nicht in das Menü, um zu gucken, was Rayman für Fähigkeiten hat. Hier verpasse ich eine. Im Übrigen, hier bei dem Ladebildschirm ist jetzt wieder mal was anders. Das seht ihr jetzt gleich. Da fliegt jetzt ein Grammophon lang. Oh, speziell für Rayman eine Map. Wie ist das jetzt eigentlich? Habe ich meine Sparks hier?
Nö. Oh yeah, alle Neune! Also es hat eher Hempelgeschütz, schwarzer Geschütz, die Geschosse auf. Sie bewegen ihr Ziel im Radius feuern. Okay, klingt lustig. Warum schlägst du denn nicht? Warum den Blaster? Oh, die Geschütze sind gut. Auch wenn sie sich danach werfen. Ach, guck mal, ich kann die sogar mitnehmen und wegwerfen. Ja, super. Beruhigt euch. Autschen. Sayonara. Ach so, ich lerne jetzt all die Fähigkeiten von Rayman erstmal. Okay. Ich dachte, jetzt kommt eine Sequenz. Aber das Gleiten, das habe ich doch gerade eben schon hinbekommen. Rayman kann jetzt das Wirbelkostüm anziehen. Sieh dir mit L die dazugehörigen Waffen, die Kräfte und die Techniken an. Ah, okay, Rayman benutzt keine Sparks, er benutzt wirklich all seine Fähigkeiten. Das Wirbelkostüm. Wenn du eine Fähigkeit des Kostüms einsetzt, wird Rayman das Wirbelkostüm bis zum Ende des gegnerischen Zuges tragen. Wenn getragen, verleiht das Wirbelkostüm folgende passive Fähigkeiten. Eingehende Schäden werden um 30% reduziert. Okay, das klingt praktisch. Oh! Guckt mal! Mach dich auf was gefasst! Ich weiß jetzt nicht, wie positiv das war. Feuer! Boing! Die Kanone hat irgendwie so einen leichten Wassereffekt. Dass sie die so hüpfen lässt. Ich muss nochmal sagen, diese Geschütze sind definitiv praktisch. Geht darüber! Kann das ihm sogar auf den Kopf werfen? Viel Spaß beim Bewegen, Junge. Hab einen. Unbesiegbar. So, jetzt kriege ich den Torpedoreiter. Jetzt muss ich einfach nur den Bereich erreichen. Okay. Rayman kann jetzt das Torpedokostüm anziehen. Setze eine seiner Fähigkeiten ein, um es bis zum gegnerischen Zug auszurüsten. Feuerknechte lieben es, den Helden mit Feuer zu beschießen. Praktischerweise verleiht das Torpedokostüm passive Immunität gegen alle Supereffekte. Okay, das ist stark. Drücke L, um den ferngesteuerten Torpedoritt einzusetzen. Nutze ihn, um höher oder tiefer gelegene Plattformen zu erreichen und mächtige Explosionen auszulösen. Du kannst ihn außerdem einsetzen, um Deckungen zu verkleinern und Abgründe zu überbrücken oder Gegner zu treffen. Torpedo bereit. Torpedo bereit. Torpedo. Oh, wie geil! Das ist ja richtig cool. So, die sind bereit. Und ich auch. Ich habe erstmal gar nicht bemerkt, dass ich den steuern kann. Ich dachte, ich fahre einfach nur geradeaus.
Okay, Wirbelkostüm. Kommt mal her. Boing. Aua. Ja genau, runter mit dem. So, tschüss. Kein Gegner mehr da. Okay. Bei Rayman habe ich kein Menü. Ich kann nicht Y drücken. Dieser Knopf will bestimmt, dass ich drauf hau. Ich fand das gerade lustig, Entschuldigung. Er zieht die Hand so. Direkt bewusstlos. Noch mehr Rabbits? Bibo, hast du mit welchem Opa TV über die Security gesprochen? Ich hatte doch gesagt, kein Meet and Greets. Ihr könnt reden? Ich kann deine Reaktion zwar nachvollziehen, aber ich kann dir versichern, dass dies hier keine 0815 Rabbits, sondern echte Helden sind. Rabbit-Helden? Rabbit-Helden? Na dann, was macht ihr hier? Exklusive Einladung. Ich glaube, das hier ist der VIP-Bereich. Vielleicht solltest du besser verduften, bevor du Ärger kriegst. Ihr auch? Ich wurde auch eingeladen. Ich heiße... Ojemine. Ojemine. Herr Ojemine? Ist das Dialekt für Aubergine? Nun, Herr Aubergine, ich schlage vor, unser Kennenlernen auf später zu verschieben. Du bist jetzt Mr. Ojemine. Da kommen die ersten Claudiusse. Und diese Windhasen. Zeit, unser Team aufzustellen. Herr Aubergine, du wirst deine Fähigkeiten mit denen von Rabbit Peach und Rabbit Mario vereinen. Beide könnt ihr bestätigen, dass meine Tacticam unverzichtbar ist, denn sie liefert wichtige Hinweise über das Schlachtfeld und unsere Gegner. Sehe ich da einen neuen Spark bei beiden? Und was die Sparks betrifft, warum sehen wir uns nicht mal an, was unsere beiden Neuankömmlinge für Fähigkeiten haben? Selfie, Arctic Shaker, macht euch bereit! Selfie? Also Arctic Shaker sagt mir instant was, aber der andere nicht. Oh, guck mal, ich habe alle anderen noch, sogar die von dem Spark Hunter DLC. Cool. Beschwört eine steuerbare Kopie seines Helden mit 5% seiner KP, die 70% seines Schadens zufügen kann. Sparks, Items und Fertigkeiten bauen ihn sind nicht verfügbar. Ja, aber warum sollte ich den Shaker nutzen wollen?
Weil ich auch einfach die Arktikalypse nehmen kann. Ist wesentlich besser. So, den Selfie-Typen booste ich mal. Genauso wie unseren allgemeinen Booster. Vielleicht kann ich ja jetzt auch den Fähigkeitenbaum von Rayman sehen. Ich darf gerade komischerweise nichts drücken. Helden? Hier, Fertigkeitenbaum. Ja, links. Okay. LOL. Ein zusätzlicher Schutz bei dem Teil. Da kann man bei dem Wirbelsauger noch einen Spritzeffekt draufpacken. Okay, das klingt gut. Das erhöht einfach die Anzahl, ne? Okay. Habe ich jetzt mal den Fertigkeitenbaum vom Rayman gesehen. Ich denke mal, die Ringe kann auch nur Rayman nutzen. So, warte mal. Jetzt will ich mal das mit der Kopie sehen. Die Kopie, die kann ich auch selber steuern. Und die blauen Haare stehen, Rabbit, Peach. Stehen hier richtig gut. Und das Heilen, das kann ich offenbar auch als Rabbit Peach nutzen. Also Kopie Rabbit Peach. Ich hab's gerade schon geguckt, also ich kann wirklich nur mit Rayman die Ringe nutzen. Macht natürlich Sinn. So, ich hole euch mal alle zu mir. So, und dann dürft ihr euch mit meinen Geschützen zufrieden geben, während ich mich nach oben verziehe. Hallo, ich habe dich mit Confucius getroffen. Wie der gerade ewig rumgehüpft ist. Okay. Du kannst ja eh gratis heilen, ne? Ich sollte diese Kopie extra so in die Mitte stellen, damit sie es schön die angreifen. Darf ich euch was vorstellen? Das hier ist meine Drakukalypse. Ich habe sie statt der Arktikalypse mitgenommen. So, zwei Geschütze. Feueranzug. Das Geile ist, wenn ich diesen Anzug nutze, kann ich nochmal gratis die Geschütze nutzen. Kabum! Kann ich auch mehrmals den gleichen eigentlich rammen? Kann ich. Wie lustig. Ist ja mega geil. Ja, diese Kopie ist definitiv nützlich. Oh, ein fantastisch. Okay, das ist neu.
Wow, ihr habt nicht übertrieben, ihr seid wirklich Helden. Ich bin Raymond. Was ich vorhin sagen wollte, ich heiße Raymond. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Raymond! Natürlich haben wir von dir gehört. Raymond, würdest du uns kurz entschuldigen? Psst! Ja. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Herr Raymond Aubergine ist, aber er ist ein hervorragender Kämpfer. Ich würde sagen, wir lassen ihn erstmal mitkommen, bis wir einen Sendeleiter finden, der das alles regelt. Aha. Ihr seid auch keine schlechten Kämpfer. Wer seid ihr denn eigentlich? Ich bin hier, um meine eigene Sendung zu bekommen. Hoffentlich als Bodybuilder mit einem Heißluftballon, der Kriminalfälle löst. Jetzt bitte nicht ausflippen, ich bin Rabbit Peach. Wahrscheinlich wurde ich eingeladen, um die neue Glamour-Diva der Galaxie zu moderieren. Oder sowas in der Richtung. Bibo, Heldenanführer und erster Taktikbeauftragter. Weltraum Opa TV hat uns goldene Tickets für sein VIP-War-Portal geschickt. Ich habe auch so ein Ticket bekommen. Zuerst habe ich mich gefreut, aber seit ich angekommen bin, gab es nichts als Ärger. Da stimmt was nicht. Irgendwas stimmt an der ganzen Sache nicht. Ich meine, warum in so eine schicke Einladung für so eine Bruchbude? Du bist wohl neu im Showgeschäft. Hinter der Kamera herrscht die harte Realität. Der Glamour eines Theaters steigt proportional zur Schäbigkeit hinter den Kulissen. Das ist praktisch Tradition. Guten Morgen! Cool, den alten Boss Phantom aus dem ersten wiederzusehen. Also es gab ja schon davor einen Marlon Travis und da war der einer der coolsten Bosse aller Zeiten. Willkommen in meiner bescheidenen Kinemathek, meine freundlichen Freunde. Das Phantom! Es muss uns hergelockt haben, um sich für seine Erniedrigung in den schaurigen Faden zu rächen. Aber nicht. Mein lieber Bibo, mea culpa, ich habe mich geändert und bin ein ganz neues Phantom. Ich war damals nicht ich selbst, empfänglich für den schlechten Einfluss des Megabug. Ihr Helden habt mir damals eine wichtige Lektion erteilt. Ich habe geschworen, meine Talente für einen guten Zweck einzusetzen. Deshalb bin ich hier, um diesen Rebel-Künstlern zu helfen, Freude in die Galaxie auszustrahlen. Aber Herr Phantom, wofür brauchst du denn abenteuerlustige Leute wie uns? Ich bin kein Schauspieler, also ich habe zwar gewisse Talente, aber... Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, hat es das wankelmütige Schicksal in letzter Zeit nicht gut gemeint mit unserem Sender Weltraum Opa TV. Ich bin Visionär. Ich kann euch versichern, dass es nicht an meiner kreativen Leitung liegt, denn dafür bekomme ich von den strengsten Kritikern der Galaxie viel zu gute Bewertungen. Mein Korps der Akteure hat uns verlassen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Nur dass ich nun ohne Stars dastehe, die den Massen ihren trüben Alltag erhellen können. Nicht klar, wo ist der Vertrag? Ich unterschreibe, ohne ihn zu lesen. Ich helfe auch mit. Solange meine Garderobe größer ist als die der anderen und täglich mit frischen weißen Tulpen dekoriert wird. Das ist wie Musik in meinen Ohren. Denn ihr gebt uns neue Hoffnung. Außerdem ist bei unserem Warp-Portal eine Störung aufgetreten, sodass ich euch momentan auch gar nicht nach Hause schicken könnte. Moment! Können wir dem Phantom denn wirklich trauen? Es hat schließlich versucht, uns zu vernichten und das auf sehr beleidigende Art und Weise. Bibo, wenn du auf dem von Ruhm und Reichtum folgen würdest, wäre mein Verständnis nur von meiner Dankbarkeit zu übertreffen.
Schließlich sind dein bester Schaffverstand und deine beispielslosen Führungsqualitäten der Grund, warum ich genau dich auserkoren habe. Also, ich sage ja immer, dass man im Leben nicht weit kommt, wenn man nachtragend ist. Dann ist es besiegt. Es gibt 3 Filmsets, an denen eure schauspielerischen Talente gebraucht werden. Ihr könnt euch aussuchen, mit welchem ihr anfangen möchtet. Gemeinsam werden wir nicht nur frischen Wind ins Weltraum Opa TV bringen, sondern auf ungeahnte Höhen bringen. Ciao. Schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Aber was war das jetzt am Ende des Kampfes? Ja, wie Prismen funktionieren, weiß ich ja. Mit Bipo Scannenkraft kenne ich mich ja auch schon aus. Ah, ich habe direkt 2 pro Level bekommen. Okay, das hier will ich auf jeden Fall haben. Ich würde sagen, das wäre eigentlich auch ganz gut, wenn die besser wären. Warum kostet denn alles nur einen Punkt? Dann nehme ich das mit dem Spritzeffekt auf den Kanonen. Der Heilungssprung ist wichtig. Und ich kann direkt von Anfang an zügellos nehmen. Geil. Ich finde das komisch. Manchmal kann ich hier nicht B drücken. Warum auch immer, wenn ich die verbessert habe. Ich kann dann nicht B drücken. Okay, ich nehme an, dass wir hier richtig viel zu tun haben noch. Also, das wird wahrscheinlich ein langes DLC. Ich kann ja jetzt, glaube ich, auch endlich mal die Karte sehen, ne? Also, das kleine bisschen war aber auch schon 10%. Ich glaube, dass da oben ist ein guter Hinweis, wie viele Karten, also wie viele Kämpfe es in diesem DLC gibt. Weil am Ende dieses einen Kampfes gab es ja diese komische Bewertung da. Das heißt, wir haben noch 13 Kämpfe so gesehen vor uns. 13 Erinnerungen müssen wir finden und 9 Waffenskins. Kann ich zufällig schon die ganze Karte sehen? Nee, wäre ja zu schön, ne? Ich muss da mal gucken. Naja, Leute, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao!